können. Man wurde gewürgt, wurde gesagt, wenn du mir jetzt nicht deine Sachen gibst, dann steche ich dich ab. Bist du deppert, Alter? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, eins außerhalb der Reihe. Normalerweise würde erst am Sonntag ein Video kommen, aber ich habe jetzt gerade auf meiner Timeline ein Video angeboten, dass unser altbekannter Justin überfallen wurde zu Hause. Also das Video heißt, wir werden uns das gleich gemeinsam ansehen. Ich wurde zu Hause überfallen. Im Video Thumbnail sehen wir dann die Richard Mill und ja, Katastrophe. Also prinzipiell hätte ich nicht vorgehabt, jetzt in nächster Zeit überhaupt auf irgendwas auf Justin zu reagieren. Wisst alle, wir haben letztes Jahr immer wieder unsere Dispute gehabt. Dementsprechend wollte ich das Thema rumlassen. Aber wenn ich so einen Videotitel sehe, bin ich natürlich selbst auch davon eher davon betroffen aufgrund meiner Vergangenheit. Wie ihr wisst, bei mir wurde ja eingebrochen, ein Schaden von 27.000 Euro entstanden und später wurde ich dann auch noch mit Daten erpresst und so weiter und so fort. Dementsprechend kann ich mich relaten und habe mir gedacht, scheiß drauf, was da früher war, ich muss darauf reagieren, weil ich natürlich zum einen sehr gespannt bin, was da vorgefallen ist, zum anderen aber auch, wie ich gesagt habe, schon zu, ja, weil ich mich einfach verbinden kann damit. Also wenn das wirklich alles so ist, wie das im Thumbnail beschrieben wird, tut mir auf alle Fälle extrem leid. Ich kann da wirklich mitfühlen und auch wenn wir unsere Dispute hatten, das ist einfach mega scheiße und es tut mir irrsinnig leid für ihn. Aber ich will da gar nicht mehr länger quatschen, ich werde auch jetzt nicht großartig über meine Modemarke sprechen. Ich lasse das komplett ohne Plug stehen, es gibt zwar einiges anzukündigen, aber mir ist jetzt, ja, will ich nicht, passt da irgendwie nicht dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Ach, fuck, schon sehr kacke. Auch wenn wir, wie gesagt, ja, egal, er tut mir schon leid. Er tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass seine Versicherung wenigstens so gut ist, dass das Ganze gedeckt ist. Bei mir war es ja leider nicht der Fall. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt wahrscheinlich den Titel gesehen und deswegen auch erschrocken auf das Video geklickt. Ja. Ich muss euch leider sagen, das Video ist kein Clickbait. Der Titel ist 100% echt und alles, was ich in diesem Video sagen werde, ist auch 100% so passiert und leider Gottes kein Clickbait. Ich habe lange überlegt. Oh, Flashback. Ärgster Flashback. Ich weiß einfach, wie sehr das psychisch an einem nagt, zu einer Geschichte. Es ist einfach mega scheiße. Ob ich das Video hier machen soll, das Ganze ist jetzt genau eine Woche her und ja, es ist was Unfassbares passiert. Ich bin mittlerweile so halbwegs drüber hinweggekommen und ich war auch 3 Tage in London, ein bisschen den Kopf frei bekommen und so. Die letzten Videos waren vorproduziert, deswegen, ja, da waren halt alle Sachen noch da. Und ja, vorab kann ich sagen, mir ist nichts passiert. Ich bin kerngesund und das ist auch das, was die Hauptsache ist. Für mich wird es natürlich spannend. Er schreibt, er wurde überfallen. Das heißt, er wird zu Hause gewesen sein, als das Ganze vorgefallen ist. Ich war ja nicht zu Hause, ich war damals im Urlaub. Deswegen habe ich nichts mitbekommen. Ich meine, ich kann jetzt groß reden und sagen, ich wäre lieber zu Hause gewesen, weil ich dann etwas dagegen hätte ausrichten können. Ich bin nicht unbedingt besonders schwach auf der Brust. Also ich könnte mich da schon gut wehren. Wäre mir persönlich lieber gewesen, aber keine Ahnung, wie das in seinem Fall ist. Puh, bin mega gespannt. Mein Schmuck und meine Uhr, die weg sind, sind versichert. Das ist schon mal gut. Also er bekommt vermutlich, weiß nicht, ob er alles erstattet bekommt, aber das ist schon mal wichtig. Bei mir war ein Schaden von 27.000 Euro und bei mir hat die Versicherung einfach nur 2.000 Euro übernommen. Aber ja. Und deswegen, auch wenn es nicht so wäre, wäre es halb so wild, weil so mir geht's gut. Das Schlimme ist halt nicht so, dass die Sachen weg sind, sondern wie es passiert ist. Und ja, das wollte ich euch heute mal erzählen. Und ich habe mit der Polizei gesprochen, also das Video hier abgesprochen. Die haben gesagt, ich darf das machen. Ich weiß, was ich halt sagen darf und was nicht, um die Polizeiarbeit nicht einzuschränken. Und wollte euch halt einfach mal ein Update geben. Das sind jetzt hier keine... Ich hoffe für ihn, dass das von der Polizei aufgeklärt wird. Bei mir war das leider nicht der Fall. Also die konnten alles mit mir machen. Meine Katastrophe. Ich war einfach ohnmächtig, ich habe dazusehen müssen, weil ich auch erpresst wurde mit Bitcoin-Zahlungen und so weiter und so fort, verschiedenste Geschichten. Das hat bis heute nie wirklich aufgehört. Ich gehe halt öffentlich nicht mehr darauf ein, weil ich dem Ganzen einfach keine Macht mehr schenke. Aber bis heute habe ich dann noch damit zu hadern, dass immer wieder Dinge vorfallen, auch jetzt aktuell wieder, aber... Der Promo-Zweck, sondern einfach, ja, ich nutze jetzt mal diese große Reichweite, die ich halt hier auf diesem Kanal habe, um
ja, halt damit vielleicht irgendwelche Spuren zu gewinnen. Und ich sage euch jetzt schon, falls, ja, sorry für das Rumgekacke hier, also ich bin natürlich nicht alleine so, ich bin halt eigentlich nie alleine und renne nie alleine rum und habe auch immer was dabei, ja, um mich zu wehren, nur halt jetzt bei diesem einen Zeitpunkt. Okay, das würde mich interessieren, was er da, ich meine, eine Richard Mille ist relativ schwer, also wenn man die in die Fresse kriegt, kann das schon wehtun, aber was er da jetzt an Waffen mit sich führt, um sich zu wehren, würde mich schon interessieren. Zufälligerweise mal nicht. Deswegen, ich habe kurz das abgesprochen, wie ich das am besten sage. Und zwar ist es so, falls ihr ja, Tipps habt oder Spuren oder so und die 100% ernst sind und dieser Tipp zur Ergreifung des Täters führt, setze ich aus eigener Tasche eine Belohnung von 7.000 Euro darauf. Also falls jemand... Ja, auch das habe ich versucht. Ich habe wirklich versucht, Community zu befragen und immer wieder nachzusehen, ob irgendwer Tipps hat. Das Ding ist halt, es kamen sehr viele Tipps und alle haben ins Leere geführt. Also das war... Dieses Thema ist einfach so beschissen. Ich merke jetzt selber erst, dass für mich eigentlich nicht gut ist, das Ganze jetzt nochmal mit seinem Video aufzurollen. Es ist ihm passiert, aber alles erinnert mich jetzt wieder so an mich zurück, weil es einfach scheiße war. Für ihn ist es natürlich auch mega kacke, also... Ich habe wirklich vollstes Verständnis, dass das für ihn jetzt scheiße ist. Es tut mir irrsinnig leid. Das ist kacke, was der da jetzt durchmachen muss. Und es erweckt halt in mir so wieder die ganzen alten Geschichten, die mich einfach psychisch monatelang belastet haben. Es war wirklich nicht schön. Deswegen, wie gesagt, all das, was vorgefallen ist, der ganze Disput, jeder Scheiß, das ist völlig irrelevant zu dem, was jetzt gerade für ihn abgeht. Ich kann einfach komplett mitfühlen. Ich finde das mega scheiße, was ihm passiert ist. Und ich hoffe, dass das für ihn gut ausgeht. Ich fühle es gerade echt. Ein Tipp hat oder aus dem Umfeld des Täters ist und 7.000 Euro ja, gebrauchen kann und dieser Tipp auch 100% ernst ist, in der damit zur Polizei geht und das Ganze auch aussagen wird und man dadurch wirklich den Täter findet, ja, bekommt er von mir aus meiner Tasche 7.000 Euro und die Staatsanwalt gibt, glaube ich, auch ein bisschen was, aber das ist halt nicht annähernd zu viel, glaube ich. Naja, das dazu. Jetzt kommen wir dazu, ja, was genau passiert ist. Ich werde es euch jetzt nicht in den kleinsten Einzelheiten erzählen. Es war einfach ein ganz normaler Morgen. Ich bin aufgewacht um 10 Uhr oder so, habe auf mein Handy geschaut, Sprachnotiz aufgenommen und hat in der Sprachnotiz noch, wie es klingelt. Ich so, shit, okay, ich muss zur Tür. Renn zur Tür, habe halt ein Display und sehe halt, wer klingelt. Und es war ja, ein Paketbote. Ich darf jetzt wahrscheinlich das Unternehmen nicht nennen. Aber Leute, seid... Die haben sich als Paketboten verkleidet. Krass, woher wissen die seine Adresse? Ich war ja selbst so dumm und habe meine geleakt, aber... In Zukunft vorsichtig, wer mir die Tür aufmacht, weil der Paketbote war, wie sich halt im Nachhinein herausgestellt hat, kein Paketbote. Er hatte Pakete dabei mit Aufklebern von einer, von einem Sneaker-Store, die mich beliefern. Krass! Einen richtigen Plan haben die ausgeheckt. Ab und zu heißt, er wird sich, oder der Drahtzieher im Hintergrund wird sich mit meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Und das war bei mir auch so. Die haben alles gewusst. Die waren die ärgsten Stalker, die hatten alle Infos. So krank. Du denkst dann halt auch, es muss jemand aus deinem näheren Umfeld sein, aber es sind meistens irgendwelche Leute, die sich hardcore in dich hineinversetzen und alle Informationen zusammensammeln, um hier wirklich eine Macht über dich zu gewinnen. Um das geht es ihnen ja hauptsächlich. Im Internet zu sehen, was die da gerade auf dich ausüben für einen psychischen Druck. Das gibt denen so die Befriedigung. Ja, er stand dann halt, ich habe aufgemacht, alle Türen aufgemacht und so. In so einem Haus super einbruchssicher, aber halt nicht überfallsicher. Und man kann halt mir auch nichts vorwerfen im Nachhinein, weil so jeder hätte einem Postboten die Tür aufgemacht. Vor allem, er steht mit Sneaker-Paketen da und so weiter. Und ja, dann steht er halt vor meiner Tür, sagt, ich müsste halt den Ausweis sehen. Kam mir plausibel vor, weil das ein Postbote war, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Und er wahrscheinlich nicht jedem random dann die Tür. Wahnsinn, Leute, das ist schon krass. Die Pakete übergibt, genau. Ich zeige ihm meinen Ausweis, er nimmt ihn, schaut den Ausweis an, lässt Pakete und Ausweis fallen und geht sofort auf mich los, fängt an, mich zu würgen. Nein! Ich habe immer was da, um mich zu wehren und in der Situation, 10 Minuten nach dem Aufstehen, noch im Halbschlaf. Scheiße! Nichts ahnt beim Pakete annehmen, kann man halt dann auch nichts machen. Das war wirklich ein geisteskranker Moment. Vor allem, ich
Er war die ganze Woche voll. Man muss halt auch, so fair muss man sein, Justin ist ja nicht jetzt unbedingt so körperlich gebaut, dass der jetzt gegen irgendjemand Größeren oder was sonderlich viel auswirken kann. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendeine Ahnung von Selbstverteidigung oder sonstiges, aber rein körperlich ist er jetzt nicht unbedingt der große Schläger. Von dem her, boah, fuck. Frühstücken und weiß nicht, dann war es wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass er es probiert hat. Und ich habe halt einen Tag vorher noch, das war zwei Tage, nachdem das mit Pop Smoke passiert ist, für die, die es nicht mitbekommen haben. Pop Smoke ist ein amerikanischer Rapper, der vermeintlich überfallen wurde, ausgeraubt wurde in seinem Haus und danach erschossen wurde. Und in dem Moment, ich hatte zwei Gedanken im Kopf, bitte nicht das, bitte nicht genau sowas. Okay, also rein psychisch muss das so eine Belastung sein für ihn aktuell. Ich war ja nicht zu Hause, von dem her, ich wurde zwar dann später erpresst, aber das ist schon nochmal eine Nummer Ärger, Freunde. Und das andere, bitte wache ich auf, bitte, das ist nur ein Traum. Beides nicht der Fall, das eine zum Glück, das andere leider. Ja, dann hat man ja meine Uhr, also meine Richard Mill, im Wert von, also das ist jetzt kein Flex, ich bin offen mit euch, die Uhr ist 84.000 Euro wert. Mhm. Ich habe mit der Uhr auch ein bisschen Gewinn gemacht schon, bekommen von der... Ja, natürlich auch mega scheiße. Ich, Pechvogel, habe meine natürlich, wurde mir auch entwendet erst vor kurzem, also... Egal, es geht um Justin. Ich räume halt nur den ursprünglichen Betrag zurück. Ist halt so, aber ist okay. Ja, die Richard Mill ist weg. Ich blende euch Bilder von den Sachen ein. Also falls ihr auch dazu irgendwelche Hinweise habt, wendet euch gerne an die Polizei. Meine ist bis heute nicht aufgetaucht. Also viel, viel Glück dir, dass das was wird. Aber ich habe einfach den Glauben an die Polizei komplett verloren. Babe-Kette ist weg von Keno. Meine Schlangenkette ist weg von Gigi & Co. Meine Peso-Kette ist weg von Keno. Und meine Dior-Kette ist weg, die ich nachträglich bei Marc... Alles, zu denen er Videos gemacht hat. Die kompletten Iced-Out-Geschichten. Alle weg. Die ganzen Sachen waren in meiner Louis Vuitton-Schmuck. Die ist natürlich auch weg. Schatulle aus Leder, ihr seht. Alles eingeblendet und ja, der Täter hat diese ganzen sechs Sachen mitgenommen. Das einzige Iced Out Piece, was ich noch habe, ist halt mein Ring. Der lag im Badezimmer und ich hatte ihn einfach am Vorabend einfach dahingelegt. Plus ja, meine Patek. Meine Patek ist auch da. Die lag hier in der Wohnung rum, nicht in der Schmuckschatulle. Und sie wurde nicht gesehen. Und ja, ich mache das Video hier auch aus politischen... Wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Ist die Patek weg oder nicht? Aus strategischen Gründen. Falls die Täter das sehen, ist nicht weg. Wovon ich ausgehe, weil sie sich in meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Ich habe die Papiere von der Richard Mill, die Box von der Richard Mill. Er hat Angst, dass sie nochmal kommen könnten. Fuck, wie... Ja, solltest du das sehen, Justin, tut mir irrsinnig leid für dich. Also das darf niemandem, sowas soll niemandem passieren, also es tut mir echt leid für dich. Echt mega scheiße. Und die Papiere von der Patek, die Box von der Patek und die Patek selbst wieder zu Marc, also zu Cologne Watch gegeben. Die sind da in einem Safe und man wird diese halt nicht mehr holen können. In meiner Wohnung befindet sich nichts mehr, was wert hat. Ich habe nie Bargeld hier, gar nichts. Das Einzige, was ich hier hatte, war halt immer der Schmuck und meine beiden Uhren. Ich habe daraus gelernt und mir hätte halt auch in dieser Situation kein Safe geholfen. Also ja. In dieser Situation hätte halt niemand... Du wirst halt einfach bedroht. Es nutzt halt gar nichts. Ich frage mich echt, wie sich das jetzt auf ihn auswirkt, ob er jetzt ausziehen möchte oder so. Ich habe auch lange überlegt, wie ausziehen. Ich überlege auch jetzt noch, also das ist einfach eine irrsinnige Belastung, Wanne. Wirklich. Man wurde gewürgt, wurde gesagt, wenn du mir jetzt nicht deine Sachen gibst, dann steche ich dich ab. Bist du deppert, Alter? Fuck, fuck, es tut mir so leid für dich. Und natürlich wehrt man sich dann nicht, sondern... Du hast Todesangst wahrscheinlich. Gibt halt... Ich meine, man kann nicht sagen, okay, es war nur einer, man hätte irgendwas machen können, aber in der Situation, du kannst dein Gegenüber auch nicht wirklich einschätzen. Wenn der zu solchen Taten fähig ist, weißt du nicht, zu was der noch fähig ist, wie der bewaffnet ist und so. Also ich weiß nicht, was ich an seiner Stelle getan hätte. Einfach die Sachen ab, so wie es halt auch einmal empfohlen wurde. Ja. Und das war schon ein krasser Moment für mich, einfach so, ja, keine Ahnung, ziemlich mit dem Messer auf der Straße ab, so man kommt mehr klar so, als wenn es in der eigenen vier Wänden passiert. Das ist jetzt so... Sowas kann nicht mehr passieren, weil man jetzt anders aufgestellt ist. Fuck. Und ja, das ist wirklich geisteskrank. Ich wünsche, dass niemanden in einem Tag danach, also
der Tag, nachdem das passiert ist. Das war für mich ganz, ganz krank in dem Moment. Also ich bin jetzt schon so drüber hinweg. Es ist so, okay, meine Freunde sind für mich da, Familie ist für mich da. Also alles sehr, sehr nice. Man hat natürlich auch anderweitig Kontakte, die vielleicht jetzt nicht auf dem offiziellsten Wege sind. Die jetzt. Ja, das habe ich auch versucht. Scheiße, die Leute. Ja. So, es war nur mein indisches Essen, aber wie ich jetzt einfach währenddessen nicht zur Tür gegangen bin, beinhart Kopfkino hatte, dass mir jetzt dasselbe passiert. Auch in anderen Kreisen nach diesen Sachen Ausschau halten und da vor allem da sind. Und ja, das wollte ich noch sagen. Ich habe es auch versucht auf inoffiziellen Wege. Ich habe da alle möglichen Dinge. Ich will gar nicht mehr so drüber reden eigentlich. Es ist... Ja, deswegen. Ich bin an dem nächsten Tag natürlich direkt mit Freunden zu Cologne Watch. Habe alle Sachen da abgegeben, dass die für mich verwahrt werden, weil ich hier nichts mehr zu Hause haben wollte. Und mich haben da auch, keine Ahnung, 4, 5 Leute nach Fotos gefragt. Ich war jetzt nicht sehr, also ich habe natürlich Fotos gemacht, aber ich war jetzt nicht so happy darauf wie sonst immer. Deswegen an die Leute, die da die Fotos mit mir gemacht haben, tut mir sehr leid, dass ich jetzt nicht auf... Ja, die sind dann alle auch suspekt, muss man auch dazu sagen. Smalltalk und so war. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich habe gedacht, ich mache wenigstens überhaupt Fotos. Ja, und im Nachhinein, keine Ahnung, ist mir halt einfach nochmal klar geworden, auch wieder ohne Flex jetzt, was man halt für einen Status so mittlerweile hat, dass Leute es auf einen abgesehen haben, auf die materiellen Sachen und so. Und das ist schon sehr, sehr krank. Deswegen, keine Ahnung, es werden jetzt vielleicht, wird jetzt nicht jeder von euch eine Richard Mill zu Hause liegen haben, aber es gibt bei jedem vielleicht irgendwas zu holen. Und deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig. Wem ihr die Tür aufmacht, kennt ihr die Leute. Fuck, es ist schon... Ach, es belastet mich selber gerade einfach extrem. Habt ihr ein Türschloss, also so eine Kette, um das nochmal zu verriegeln, so um einzelne Sachen abzugeben? Hat man vielleicht eine Wohnung mit Portier und sowas? Kann halt dann gar nicht passieren. Ich weiß nicht. Also man muss sich natürlich in Zukunft da Gedanken machen. Also ja, ich bin auf jeden Fall drüber hinweg und sowas kann nicht mehr passieren. Ich bin besser aufgestellt. Freunde sind da. Ich laufe nie alleine rum. Man hat Sachen, um sich im Notfall zu wehren. Auch wenn es unschön ist und ja, das dazu. Ja, abschließend kann ich halt nur noch mal die Bilder einblenden und ja, der Täter war, also ich beschreibe ihn jetzt einfach mal und er hatte dunkel gelockte Haare. Ich glaube, die Polizei erstellt mit mir noch ein Phantombild. Er hatte dunkle, also nicht ganz dunkle Haut, aber so, ich würde sagen, halb Afrikaner. War derjenige, der sich als... Doch, so riesig. Okay, was will Justin gegen einen 1,90 Meter großen Typen aus? Fuck, das ist wirklich scheiße, Freunde. Das ist wirklich kacke. Also jetzt auch an meiner Community aus Deutschland vor allem, sollte die irgendwas mitbekommen, dann meldet euch auf jeden Fall bei ihm. Ich kann abschließend nur mal das Gleiche sagen, was ich vorher auch schon gesagt habe. Mein herzliches Beileid. Ich hoffe, es wird alles noch besser für dich. Ich hoffe, die Versicherung springt ein, ich hoffe, deine Kosten werden gedeckt, aber vor allem hoffe ich, dass du psychisch das Ganze schnell mal abhacken kannst. Ich weiß, wie scheiße das ist, mit Überfall und körperlicher Bedrohung und auch wirklich Todesangst, glaube ich, in der Situation. Ich meine, er hat es zwar nicht erwähnt, aber ich kann es mir vorstellen, vor allem, wenn er sagt, er sticht dich ab. Hoffe ich, dass du über das bald hinwegkommst und ja, materiellen Dinge, du bist nicht schlecht aufgestellt, deine Modemarke läuft gut, wird schon. Eine Community unterstützt dich. Also im Großen und Ganzen, es tut mir irrsinnig leid für dich. Ich hoffe, dass das alles wieder bald besser wird für dich. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mehr noch dazu sagen soll. Ich möchte es auch bei dem belassen. Liebe Freunde, ja, will auch irgendwie jetzt gar nicht mehr weiter drüber reden. Das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Euer Maximilian.